Ich stehe heute am Bundeskanzleramt in Berlin, weil ich Erik Graziani getroffen habe. Auf seinen Veranstaltungen ist einiges nicht so gut gelaufen, wie es eigentlich sollte. Und deswegen habe ich ihn mir heute als Interviewpartner genommen und ihn mal ein paar Fragen gestellt. Dazu willkommen, Erik Graziani. Erik, in letzter Zeit hat man kaum etwas von dir gehört. Was war los? Ja, also nach unserer letzten Veranstaltung, die wir im Brandenburger Tor gestartet haben, war ich eigentlich ziemlich enttäuscht. Enttäuscht in erster Linie, weil wenig Menschen gekommen sind und weil die meisten Menschen halt die Veranstaltung ja gar nicht mal für ernst genommen haben oder einfach sich dafür nicht interessiert haben. Obwohl ich meiner Meinung nach für mich als Patriot eine gelungene Veranstaltung das war. Wir haben sehr viele Menschen angesprochen, du warst ja mit dabei, sehr viele Touristen, sehr viele Italiener, Engländer, Briten, Franzosen waren dabei und das war meiner Meinung nach ein gutes Signal, das haben die Leute auch ganz gut aufgenommen gehabt und ich denke, wenn wir zusammen kooperieren, zusammen arbeiten, so wie ich meine Bewegung gerne weiter ausbauen möchte als eine europäische Organisation, denke ich, dass wir damit, mit dieser Symbolkraft als europäisches Volk, viel mehr gemeinsam erreichen können, als immer wieder Fehler zu begehen, die wir immer in jüngster Vergangenheit gemacht haben. Also ich denke, wir sollten einfach jetzt mal neue Wege gehen. Wie fandest du deine letzte Veranstaltung am Brandenburger Tor? Ja, also ich fand die letzte Veranstaltung am Brandenburger Tor eigentlich für sehr gelungen. Ja, es hat gezeigt auf jeden Fall, dass dieser neue Weg, zusammenzuarbeiten als Europäer, dass es der richtige Weg war. Es waren sehr viele Menschen dort, wie ich vorhin betont habe, aus vielen europäischen Ländern und ich fand es auf jeden Fall als gelungen. Und, wir haben sehr viele Leute, wie gesagt, auch erreicht, die in den umliegenden Cafés gesessen haben. Auch medial kam hier auch ganz gut rüber. Die Epoch Time hat positiv über uns berichtet gehabt. Und unser Ziel war ja eigentlich mehr an den kleinen Jungen zu gedenken, der am ICE, vom ICE geschubst worden ist und der leider sein Leben verloren hat, der arme Junge, dass wir eine Gedenkminute machen. Das war unser Ziel und das haben wir auf jeden Fall auch erreicht gehabt und es kam auch positiv rüber. Ich hoffe, dass mit dieser Veranstaltung der eine oder andere mal auch überlegt und statt dass er bei Facebook ist, dass er auf die Straße geht und sein Bestmögliches gibt für seine Heimat. Erik, was braucht der Widerstand jetzt am nötigsten? Eine ganze Menge, Christoph. Also ich habe mir letzten Monat, habe ich, wie gesagt, seit unserer letzten Veranstaltung eine kleine Ruhepause für mich gegönnt. Auch mir nochmals, um ein Bild mir persönlich zu machen. Und wenn ich alles sehe bei Facebook sehe, dass ständig, wie gesagt, wir uns im Kreise immer drehen. Ja, immer wieder über die gleichen Argumente gesprochen wird. Immer wieder wir die gleichen Unterhalter dort haben. In ein Meer von Informationen, die Menschen dort ertrinken. Ja, obwohl wir alle schon wissen, seit 2015, was in Deutschland sich abspielt. Nein, ist der Mensch immer noch in diesen einen Meer von Informationen bei Facebook gefangen, Entschuldigung, statt dass die Leute endlich mal auf die Straße gehen. Es passiert nichts Neues, Christoph. Immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Es kommt mir vor wie im Film und ewig grüßt das Murmeltier und es bewegt sich doch nichts letztendlich. Das Furchtbarste, das Schlimmste an dieser Sache ist ja, dass der Mensch nicht zusammenhält. Ja, wo du überall auch hinschaust, von dem patriotischen Spektrum bei uns oder bei Facebook oder etc. oder auf der Straße, im Widerstand, überall nur gibt es Streitigkeiten. Ich erkenne keine einzige Form des Zusammenhaltes, überhaupt nicht. Diese Menschen sind alle gefangen in diesen einen Meer von Informationsflusses, in diesem Mikrokosmos und es ist drin gefangen. Und es passiert nichts. Da frage ich mich, Christoph, wie lange wollen wir das Schauspiel denn noch machen? Weitere 5 Jahre? Dadurch erreichen wir gar nichts. Und deswegen kann ich nochmals an den Menschen in allen Netzwerken appellieren, ja, statt dass ihr schreit, statt dass ihr euch untereinander zerreißt, arbeitet miteinander, schafft was Konstruktives, geht auf die Straße, unterstützt die Bewegungen. Was kritisierst du explizit am Widerstand? Was ich kritisiere? Sehr vieles. Ich kritisiere am Widerstand, dass die Menschen in erster Linie nicht zusammenhalten. Wir haben keine Konzepte, immer wieder das Gleiche, keine neuen Ideen. Man unterhält sich untereinander bei Facebook gefangen in diesem Mikrokosmos der Informationen. Ja, man ist drin gefangen und es geschieht gar nichts. Statt dass die Menschen auf die Straße gehen, statt dass die Menschen, wie gesagt, Bewegungen aufbauen oder statt dass Menschen sich integrieren und den Widerstand auf der Straße unterstützen,
passiert gar nichts. Wie gesagt, es passiert schon was, aber nur bei Facebook drin und das ist alles. Aber dadurch kann man nichts erreichen, Christoph. Das ist das, die wahre Problematik, die ich sehe. Keine Ideen, keine neuen Konzepte und das war's. Immer wieder das Gleiche. Das ist das Problem. Der Zusammenhalt, der ist momentan definitiv nicht vorhanden. Alles verläuft im Sande und die Menschen, wie gesagt, laufen nun im Kreis. Das ist alles. Obwohl die Problematik, wie gesagt, sie brauchen sie bloß die Städte in Deutschland anzuschauen, dass wir Stück für Stück dieses Deutschland verlieren. Und die Menschen, wie gesagt, sind nur am Reden und es geschieht null. Dann reden wir doch mal Tacheles. Was können denn die Menschen explizit tun? Ja, wie ich vorhin gesagt habe, auf die Straße gehen. Wir haben oftmals den Menschen gezeigt gehabt, ey, kommt mit nach Berlin. Hier am Kanzleramt wollten wir stehen. Es kam eine Kritik, ja Erik, na warum bist du denn hier? Wir werden nicht gehört, aber die Message haben die Leute nicht verstanden. Die Message war ganz einfach, dass wir eigentlich eine Zahl machen wollten, dass hunderte von Leuten kommen, vielleicht auch tausende kommen und diesen Politiker da zeigen auf jeden Fall, dass wir nicht mehr gewillt sind, ihre Politik zu akzeptieren. Ganz einfach, das sollte die Message heißen. Das wollte ich erreichen. Aber das hat leider nicht geklappt, weil wie gesagt, alles in diesen Sumpf der Informationen einfach untergeht und die Leute zu faul sind, kein Interesse mehr haben, sich ihre Absolution sich bei Facebook sich holen oder sich immer sagen, naja, dann fahre ich doch zur nächsten Veranstaltung. Ach, am 3. Oktober, da gehe ich hin, ist so richtig, sollte auch dahin gehen. Ja? Aber wir können diesen Kampf nicht gewinnen einmal im Jahr. Wir müssen zumindest jeden Monat auf die Straße gehen und was unternehmen. Die Problematik in Deutschland zeigt, in was für eine furchtbare Situation wir uns befinden und der Mensch schläft immer noch und tut gar nichts. Einfach das Volk ist meiner Meinung nach zu gemütlich. Ganz einfach, es geht dem Menschen noch zu gut. Viele haben mich gefragt, warum du nicht mit den Gelben Westen zusammenarbeitest. Ja, mit den Gelben Westen Berlin hat sich folgende Problematik sich ergeben. Ich möchte hier nochmals ganz klar und eindeutig sagen, dass ich nicht für Berlin vor ein Jahr mobilisieren wollte, weil ich gesehen habe, Berlin ist ein ganz, ganz schwieriges Pflaster, weil jeder hier seine eigene Suppe kocht. Aber aufgrund und meine Loyalität der Menschen in Berlin, die mich unterstützen, habe ich mich dazu bereit erklärt, Berlin einen Widerstand hier aufzubauen. Die Gelbe Westen baten mich um Unterstützung. Dies habe ich gemacht, dies habe ich loyal getan. Aber sie haben sich andere Baustellen sich gesucht. Nämlich, wie soll ich das sagen, die schwarz-weiß-rote Fahne, die Bismarck-Geschichte, ja? Monarchie. Etc. Und das hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Gelbe Westen zu tun und deswegen haben sie sich von Patriotic Opposition Europe sich distanziert und sich eine Baustelle sich gemacht, auf jeden Fall, wo es gar keinen Sinn hat, weil es wird sich alles sich auf jeden Fall sich in Kreise drehen. Und durch diese Symbolik, durch das, was sie repräsentieren, denke ich nicht, dass man damit die Menschen auf die Straße, wie gesagt, holen kann. Indem man, wie gesagt, über die Monarchie redet, über Hohenzollern, Kaiser Bismarck etc. Mir ist es selbstbewusst und ich schätze die deutsche Geschichte sehr. Aber das wird auf jeden Fall nicht die Lösung sein des Problems in Deutschland. Ganz einfach. Mit der Vergangenheit können wir was lernen, aber wir können damit nicht gewinnen. Wa? Ja, Christoph, das ist eine sehr gute Frage, warum ich nicht mehr mit den Gelben Westen Berlin nicht zusammenarbeite. Ich denke, dass diese Frage falsch formuliert ist, warum sie nicht mit mir zusammenarbeiten möchten. Ich denke, das ist die richtige Antwort. Die Gelben Westen Berlin, das, was jetzt momentan oder diesen Weg, den sie eingeschlagen haben, sprich jetzt zum Beispiel die Thematik, sich da anzuschließen, dergleichen von Rüdiger Hoffmann, ja, Preußen oder die deutsche Monarchie oder die Deutschlandfrage, denke ich nicht, dass es das Ziel ist oder das, was die Gelbe Westen allgemein in ganz Europa dafür stehen. Das ist definitiv nicht, habe ich gesagt, diese Thematik hat nichts mit Gelbe Westen zu tun, indem man, wie gesagt, auf die Straße des 17. Juli geht und einen Herrn Rüdiger Hoffmann, wie gesagt, rumposaunt und rumskandiert. Monarchie, Preußen, etc., Hohenzollern und hin und her.
Ich frage mich, was soll man denn mit der Vergangenheit überhaupt denn anfangen? Es ist doch klar, dass man von der Vergangenheit lernen soll. Aber das sind nicht die Thematiken, in denen man die Leute auf die Straße in Deutschland kriegt. Ganz einfach. Und deswegen war das auch ein Grund, weil ich gesagt habe, da kann ich mich nicht, wie soll ich sagen, das ist nicht mein Weg, das ist auch nicht mein Ziel. Mir geht es darum, dass wir die Leute auf die Straße kriegen, dass wir die Leute zeigen auf jeden Fall, was für eine furchtbare Problematik sich Europa befindet, dass täglich in Deutschland Menschen, wie gesagt, drangsaliert werden, Menschen ermordet werden, Menschen jetzt sogar abgeschlachtet werden und die kommen und erzählen mir irgendwas von Monarchie und von Hohenzollern und von Kaiser Bismarck. Ja, ich respektiere wohl die deutsche Geschichte sehr, aber ich denke, was sollen wir denn damit erreichen, wenn wir ständig die gleichen Fehler machen und immer wieder das gleiche wie vor 5 Jahren und es passiert nichts. Wir müssen neue Wege gehen. Deshalb, wie gesagt, habe ich mich nicht distanziert. Sie haben sich distanziert auf jeden Fall. Ja, deswegen, das ist der wahre Grund. Und ich denke, damit, mit das, was Sie da drüben repräsentieren, damit können wir nichts erreichen und in Deutschland nichts bewegen. Ganz einfach, das ist der Grund. Was war geschehen mit einem Unterstützer, der dich hätte unterstützen sollen? Bis heute ärgert mich, warum deine Frage, warum da jemand, ich möchte den Herrn nicht namentlich nennen, aber ich habe sehr viel Vertrauen diesem Menschen geschenkt, auf jeden Fall. Ganz einfach. Er hätte die Veranstaltung anmelden sollen, hat er auch getan, wo ich in Italien war. Ich konnte das ja leider ja nicht, aber ich habe dem Menschen vertraut und plötzlich hieß es auf jeden Fall auf Druck von einem Herrn, der in Berlin die 257. Veranstaltung gemacht hat mit 15 Leuten, bis heute immer noch nichts erreicht hat, dreht sich immer wieder das Ganze bei dem in Kreise. Aufgrund, weil der Herr zu mir gesagt hat, wir sollen, dass schwarz-weiß-rote Fahnen erlaubt sind, sehe ich mich gezwungen, als Veranstalter diesen Wunsch zu respektieren und in unserer Veranstaltung werden schwarz-weiß-rote Fahnen kommen etc. pp. Ich habe gesagt, pass mal auf, das ist ja eine Patriotic Opposition Europe Bewegung. Du kannst doch nicht einfach so frei über uns entscheiden mit Leuten, die mich unterstützen, die nicht diesen Weg gehen möchten und mit Bismarck und auf die Vergangenheit zurückreisen müssen oder reiten müssen. Wir müssen hier für die Zukunft Deutschland einstehen, ganz einfach. Und aus diesem Grunde, wie gesagt, haben sich leider die Wege sich getrennt. Und davon hat meine Bewegung, der Widerstand in Berlin, enormen Schaden genommen. Das war der Grund. Jeder, wie gesagt, Christoph, jeder möchte seine eigene Suppe hier kochen, jeder möchte sein eigenes Ego befriedigen, aber zusammenzuhalten für ein Ziel, da ist der Mensch in Deutschland meiner Meinung nach weit davon entfernt. Siehe zum Beispiel Italien, wie die Menschen zusammenhalten. Siehe zum Beispiel, wie die Menschen in Frankreich, die gelbe Westen, zusammenhalten. Siehe zum Beispiel in Hongkong, wo die Leute auf die Straße gehen, wie sie zusammenhalten und überall auf der Welt. Aber nur in Deutschland klappt nicht. Warum klappt es nicht? Weil jeder an sich selber denkt. Ganz einfach. Und ich denke, Christoph, dass jegliche Bewegung, die in Berlin neu entsteht, kaputt gemacht werden soll, damit in Berlin nichts entsteht. Aber wir vom Patriotic Opposition Europe, wir werden weiterhin auf jeden Fall in Zukunft für Berlin kämpfen. Also wir werden definitiv nicht zurückrudern. Wir werden jegliche Spaltung auch standhalten. Ich habe jetzt meine Erfahrung gelernt, dass ich niemand mehr hier im Widerstand mehr trauen werde. Fakt ist eins, wenn wir weiterhin auf die Vergangenheit reiten, Bismarck, Hohenzollern, Paragraphen, Gesetze, da wieder drüben täglich programmiert, gesprochen wird, da erreichen wir gar nichts mehr. Und sehen Sie, es stehen keine Leute. Und es werden auch keine Leute kommen, weil, wie gesagt, weil nicht die wahren Probleme angesprochen werden. Die wahren Probleme, dass Deutschland nicht mehr zu erkennen ist. Die wahren Probleme, dass Kinder und Familien vor den Zügen geworfen werden. Und wie gesagt, viele, viele Jahre stehen die Leute drüben und haben bis jetzt nichts erreicht. Weil, wie gesagt, oder wie ich eben betont habe, man redet ja nicht über die wahren Probleme, die in Deutschland wir haben, sondern wie gesagt, immer wieder halt die schwarz-weiß-rote Fahne, Hohenzollern, der Bismarck, Paragraphengesetze, Entnazifizierung, verdammte Mist. Warum soll sich Deutschland sich entnazifizieren? Was hat das deutsche Volk damit zu tun, ja, was nach dem Kriege geboren ist, sich zu entnazifizieren? Das, was die Leute, was der da drüben verlangt oder möchte, dass das die Endlösung sein sollte. Und das ist nicht den Weg, den ich auf jeden Fall mit diesen Leuten gehen möchte. Jedenfalls, das, was da drüben die Leute machen, Gelbe Westen Berlin, hat meiner Meinung nach
mit dem, was in Frankreich stattfindet, gar nichts im Sinne. Das hier geht es, wie gesagt, um die schwarz-weiß-rote Fahne, um die Entnazifizierung etc., um Bismarck, alles toll, was ich schätze. Aber wie gesagt, das hat nichts mit Gelbe Westen Berlin zu tun. Die Problematik wird definitiv nicht angesprochen und dadurch erreicht man keine Menschen. Deswegen stehen dort seit Jahren, tut sich gar nichts mehr. Das ist leider der Fakt. Und ich möchte was erreichen und nicht ständig im Kreise laufen bis zu den Nimmerleinstag. Wie geht es jetzt weiter mit Patriotic Opposition Europe und wann ist der nächste Termin? Ja, also Christopher, ich habe echt lange überlegt, nach diesen ganzen Enttäuschungen, Verrat, anders kann ich mir das nicht erklären, habe ich echt überlegt, soll ich weitermachen, soll ich kämpfen, wollen wir was erreichen, wollen wir zusammenarbeiten für ein gemeinsames Ziel, habe ich echt überlegt, ob ich das Ganze echt sein lasse. Das war auch der Anlass und der Grund, warum ich auch in den letzten Wochen kaum zu sehen war bei Facebook. Aber gut, okay, man ist ja loyal den Menschen gegenüber, die einen unterstützen und aus diesem Grunde auch habe ich mich dazu nochmals breitschlagen lassen, sagen wir es mal so, am 7.9. weiterzumachen. Moment mal, wieso hat denn, ich glaube am 7.9. das Datum, hast du wann publiziert? Vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen. Und gestern haben die Staatenlosen auch eine Anmeldung publiziert. Genau, richtig. Und zwar also nach deiner Anmeldung. Die Anmeldung, die ging ja eigentlich vor einer Woche, vor 2 Wochen. Ja. Verzeihung. Vor 2 Wochen. Aber wir haben wirklich stark überlegt, sollen wir das sein lassen, sollen wir das ablassen? Ich habe das Gefühl, dass sie nur darauf gewartet haben, bis du wieder eine Veranstaltung machst, damit die wieder Leute von dir abziehen. Ich kann das nicht sagen. Es ist auf jeden Fall, es ist nicht fördernd für den Widerstand. Und es ist kontraproduktiv mit 2 Bewegungen, 2 Kräfte, die einen die Staatlos-Info vertreten, die Gelbe Westen mit der Deutschlandfrage. Und das ist nicht kontraproduktiv für den Widerstand. Das heißt, vor allem 3 Veranstaltungen an einem drei Veranstaltungen an einen Tag. Statt dass die Leute halt sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt einen geraden Weg gehen, einen neuen Weg jetzt einschlagen. Nämlich eine gemeinsame Veranstaltung. Dann versuchen wir gemeinsam was zu machen. Ja. Der Erik ist ja seit 6 Jahren unterwegs. Ich kenne dich ja nicht. Seit 6 Jahren. Und ich habe meine entsprechende Erfahrung ja gemacht. Die Westen, die gab es vor 6 Jahren noch nicht. Die gab es nicht. Nein, aber darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur darum, dass diese Menschen nicht bereit sind, eine Erfahrung anzunehmen. Obwohl diese Leute zum größten Teil, nicht alle, aber viele Demogänger sind. Statt dass man sagt, pass mal auf, wir machen das jetzt erstmal so, wie Patriotic Opposition das sagt, wir müssen jetzt einen neuen Weg jetzt einschlagen. Wir können nicht immer wieder die gleichen Fehler begehen. Aber nein, Christoph, jeder möchte seine eigenen, jeder kämpft für sein eigenes Ego. Da frage ich mich, wer steckt hinter diesen Leuten dahinter? Wer macht das? Warum so kontraproduktiv? Jetzt verstehe ich auch, warum die Warnung aus Dresden kam, dass man vorsichtig sein sollte bei Bergida. Was hat das damit auf? Ich möchte das ganz vorsichtig zum Ausdruck bringen. Es gab hin und wieder mal ein paar Leute, die mir gesagt haben, pass mal auf, gehörst du dieser Bewegung in Berlin an? Ich habe immer das mit beneint. Ich habe gesagt, nein, absolut nicht. Da habe ich damit nichts zu tun. Es wurde mir das immer so fragend mir dargestellt und das hat mich immer wieder stutzig gemacht. Ich kann jetzt nichts sagen auf jeden Fall. Ich weiß nur eins, dass auf jeden Fall diese eine Bewegung auf jeden Fall einen enormen Schaden zugefügt hat. Der wahren Bewegung, was in Berlin was Neues entsteht, dass da auf jeden Fall immens großen Schaden zugefügt worden ist. Indem man, wie gesagt, dafür gesorgt hat, dass die Leute, die mich hätten eigentlich unterstützen sollen, sich abgewandt haben. Wir stehen jetzt hier am Brandenburger Tor und auf der anderen Seite des Tores willst du am 7.9. glaube ich, ab 13 Uhr eine Veranstaltung planen. Was wird da thematisch gehen? Richtig, also Leute, am 7.9. wird Patriotic Opposition Europe erneut stehen, und zwar am Brandenburger Tor am Platz des 18. März. Nicht hier am Brandenburger Platz, sondern auf der anderen Seite. Ja. Warum? Wie kommt das denn? Ja, weil der Hartmut, der Veranstalter, hier eine Demo angemeldet hat. Das weiß ich nicht, da sollen Sie selber wissen, was Sie da machen. Aber ich merke, immer wenn du etwas planst, hast du immer Gegenwind. Ich habe immer Gegenwind gehabt, das ist leider so, aber gerade das, Christopher, gibt mir erst recht die Kraft, dafür weiter zu kämpfen, weil es mir zeigt, dass ich auf den richtigen Weg bin. Naja, ich denke, die Bergida wird da mit dabei sein von der Partie,
Die gelbe Weste in Berlin mit der Deutschlandfrage auf jeden Fall, sprich schwarz-weiß-rot. Will dann also wieder ihren Hitler haben? Nee, das würde ich nicht sagen. Wir wollen die Sachen richtig darstellen. Ich respektiere die deutsche Geschichte sehr. Ja, auch Bismarck. Absolut. Respektiere ich alles wirklich sehr. Also nicht falsch verstehen und versuchen wir das Wort mit dem Munde zu verdrehen. Aber mit der Vergangenheit, Christoph, werden wir nichts erreichen. Ganz einfach. Wir müssen jetzt oder dafür sorgen, dass wir jetzt in die Zukunft blicken und gemeinsam arbeiten für die Zukunft und nicht zurückzurudern auf die Vergangenheitsschiene. Dadurch erreichen wir keine Menschen. Und aus diesem Grunde leider gab es diesen Bruch, was ich sehr schade fand, aber wir werden trotzdem weitermachen, für die Zukunft zu stehen und nicht für die Vergangenheit. Also Patriot the Composition Europe wird am 7.9. am Platz des 18. März stehen. Und zwar am 7.9. Genau, 7.9. von 13 bis 16 Uhr. September. Merkt euch einfach den September, weil die neuen damit. Genau. Also der 7. September, der 7. September von 13 bis 16 Uhr. Beliebig wird dabei sein. Heidi Mund ist noch im Gespräch. Der Markus, ein sehr junger Mensch, den ich sehr fördere, aus dem NRW-Gebiet. Und viele, und zwei, drei gute Redner aus dem Volke, die auch mal zu Wort kommen müssen. Da freue ich mich besonders drauf. Also Freunde, Sie haben jetzt die Möglichkeit, am 7. September, wie gesagt, am Platz des 18. Märzes, wie gesagt, hier hinter am Brandenburger Tor zu erscheinen. Wie war die Reaktion, nachdem die vom Teil über die Demo leitet? Die Reaktion, wie meinst du die Frage, Steffen? Ja, von den Menschen, die ich gesehen habe. Positiv, war alles positiv. Wir standen hier mit vielen europäischen Fahnen. Es kamen sehr viele Menschen aus Europa. Wir haben Engländer gehabt, wir haben Franzosen gehabt. Selbst Italiener haben sich zu uns gestellt und fanden richtig das, was wir gesagt haben, dass wir gegen die deutsche Politik sind, gegen die Aggressionspolitik, zum Beispiel Deutschland jetzt momentan treibt in Italien gegen den Ministerpräsidenten von der Lega Nord, Matteo Salvini. Und das fanden die Leute auf jeden Fall für richtig. Das ist ja so, ich kenne dich ja nun schon ein paar Jahre, du bist ja nicht generell gegen Flüchtlinge, gegen Migranten. Du hast ja mal gesagt, die wirklich Hilfe brauchen. Selbstverständlich, weißt du, klar. Aber was da halt abgeht in Italien, dass dort schiffsweise die Flüchtlinge angeklagt werden. Nein, man respektiert nicht eine Nation mit seinen Gesetzen. Man versucht, über Italien zu diktieren, immer wieder halt mit Macron an der Spitze, mit Bundeskanzlerin Merkel an der Spitze, mit Horst Seehofer und wie gesagt, und all diese NGO-Hilfsorganisationen, wo du natürlich selbstverständlich weißt, von wem die unterstützt werden oder subventioniert werden. Ich sehe das als eine Affront gegenüber meiner Heimat Italien, als einen Angriff gegenüber unserem Ministerpräsidenten Matteo Salvini. Und ich denke, diesbezüglich, was die Migrationsfrage anbelangt, hat Italien mehr als genug getan als andere europäische Länder. Und wenn man wirklich helfen möchte, wie gesagt, kann man das natürlich tun, aber vor Ort in Afrika und nicht in Europa, damit ist niemand gerettet ist oder geheilt. Das ist die Situation in Deutschland ja auch leider so, dass diese Massenmigration, ich glaube, ja, 1,5 Millionen seit 2015, ich denke, weitaus mehr. Ja, wahrscheinlich, weil wir haben eine ganz große Wohnung. Ja. Das heißt, wir haben keinen zahlbaren Wohnraum mehr in Berlin. Manchmal kommt es mir so in den Sinn, manchmal, dass ich das, mir kommt es genauso vor, dass Menschen, wie gesagt, die hier hofiert werden, mehr Rechte haben als das eigene deutsche Volk. Obwohl Not am Mann ist überall, es gibt keine Wohnungen, es gibt keine Perspektive mehr für junge Menschen, die Wohnungen sind unbezahlbar, ja, und trotzdem werden diese Menschen gesagt, die nie Sozialleistungen hier gebracht haben, wie gesagt, alles auf Deutsch salopp gesagt, alles in den Hintern geschoben und das ist Unrecht, ganz einfach meine Meinung nach. Man soll helfen, Christopher, definitiv, aber nicht junge Menschen jetzt, wie gesagt, die aus Afrika herkommen, aus anderen Nationen, die stark sind, die gesund sind, die jung sind. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir ihre Familie dort lassen. Das auch, natürlich. Da sind nur noch Männer. Nur Männer auf jeden Fall. Nur junge Männer, 18, 17, 20 Jahre, wollte Klamotten hin und her. Da bin ich kein Funken neidisch darüber oder eifersüchtig. Aber wenn man helfen sollte, dann bitteschön an die richtigen Menschen. Und zwar die Kinder, die uns die Presse uns versucht jeden Tag zu verdeutlichen, in den Plakaten, die Kinder mit den Bäuchen, die nach Afrika hungern. Und täglich Tausende von denen sterben. Da frage ich mich, wo ist die NGO dort? Weißt du? Für mich ist die NGO einfach nur ein abgekartes Spiel,
Es ist ein Taxiunternehmen, wie gesagt, schließen sich zusammen mit den Schlepper und um Matteo Salvini ja auch gegen die Wand zu kommen. Jetzt kommt die obligatorische Schlussfrage. Ja. Jede Interessenpartnerstelle, was würdest du tun, wenn du König von Deutschland bist? Um Gottes Willen, das würde ich nicht sein wollen. Wenn ich König von Deutschland wäre, das würde ich nicht sagen. Wenn ich eine Person wäre, die was zu sagen hätte, dann in allererster Linie mein Volk. So wie Salvini sagt, primo il mio popolo. Und ich würde sagen, zuerst Deutschland und dann wird den anderen Nationen geholfen. Aber zuerst kommt mein Volk dran oder ich achte darauf, dass es meinem Volk gut geht, dass die Bildung stimmt, dass die Wohnungsnot bekämpft ist, dass jeder eine Perspektive hat, sichere Grenzen, Souveränität. Das wären zum Beispiel die Sachen, die ich gerne, wofür ich stehe. Wir stehen wieder hier auf einem historischen Platz. Hier war damals die Mauer gewesen. Ja. Deutschland war ja geteilt in Ost und West. Meine Frage an dich, bist du froh, dass die Mauer gefallen ist oder würdest du die DDR zurück haben? Also, dass die Mauer gefallen ist, selbstverständlich bin ich froh, dass die Mauer gefallen ist. Denn ein Volk gehört zusammen. Deutschland ist schon immer gespalten gewesen. Natürlich ist es ja zum Vorteil, wenn die Mauer natürlich nicht mehr da ist. Aber die Spaltung in den Köpfen der Menschen, das ist das, was mich sehr traurig macht. Der Zusammenhalt, denke ich, ist im Osten noch nicht verloren gegangen. Aber leider. Also ich würde sogar sagen, dass die wacher sind als die. Definitiv sind die Leute. Ja, das genau. Das ist sehr gezeichnet natürlich, haben ihre Erfahrungen gemacht. Dementsprechend halten die Leute ja noch lange zusammen. Wir kommen ja jetzt auch wieder diese Schiene, wo YouTube-Kanäle gesperrt werden, wo Meinungen unterdrückt werden, was wir hier alltäglich. Ja, ja. Eine kritische Stimme sagen, erheben und schon sagen, Merkel hat eine neue DDR-2-Ebene-Konflikte etabliert. Ja, definitiv. Und das ist meiner Meinung nach viel, viel schlimmer als damals vor der Wende, also zur Ostzeit. Alles, was nicht konform ist gegen dieses Regime, wird definitiv sofort mundtot gemacht. Also man kann wirklich nichts äußern oder sagen, alles, was kritisch ist. Die Menschen haben alle Angst, auf die Straße die Wahrheit zu sagen. Und wenn ein Volk schon Angst hat, dann ist das Volk nicht nur gespalten, sondern wie ich eben gesagt habe, dann hat das Volk Angst zu sagen. Und das ist für mich ja eine Art Meinungsdiktatur, worauf man hingearbeitet hat, seit Merkel hier im Amt sitzt. Bundeskanzlerin. Erik Graziani war das mit seiner nächsten Demo am 7. September um 13 Uhr und zwar auf der anderen Seite des Brandenburger Tors, genau. Auf dem Platz des 18. März. Und da freuen wir uns drauf. Genau. Also wie gesagt, Freunde, von 13 bis 16 Uhr am Platz des 18. März, 7. September, wie gesagt, nicht hier, sondern auf der anderen Seite. Sven Liebig ist dabei, ich bin dabei, viele Patrioten sind dabei, der Markus ist dabei. Und ich bitte Sie, wichtig, teilen Sie diese Veranstaltung.